Willkommen auf meinem GIMP-Channel. In diesem Tutorial möchte ich zeigen, wie man einer Person einen Schatten hinzufügen kann. Ich habe hier mir drei Fotos gerichtet. Einmal dieses Tor mit dieser Wand von einem Haus. Dann habe ich hier diesen Boden mir gerichtet, den habe ich bereits eingefügt. Da war Wasser unten dran da. Und habe hier diese Person, die ich hier einfügen möchte, um ihr einen Schatten zu geben. Ich habe das mal alles entsättigt, um das mit dem Schatten besser darstellen zu können und zu zeigen. Ich hoffe, dass es kein Worst Shadow wird. Entschuldigung, das kann ja passieren, aber ich möchte es eben nur zeigen. Sicherlich kann man das alles viel besser machen als ich. Wir beginnen damit, dass wir auf diese Ebene gehen der Person, die ich hier auch schon bereits freigestellt habe. Rechte Maustaste bearbeiten, kopieren. Klicken unser Bild an, wo wir die Person einfügen möchten. Rechte Maustaste bearbeiten. Datei einfügen. Jetzt entsteht hier eine schwebende Ebene. Ich ziehe mal mit dem Verschieben-Werkzeug die Person etwas nach oben, um sie dann mit dem Skalieren-Werkzeug, das wir jetzt benutzen, das ist nämlich das hier, etwas zu verkleinern. Hier schließen wir die Kette, wenn sie noch nicht geschlossen ist. Fassen unsere Person an mit der linken Maustaste und ziehen es einfach nach unten und skalieren. Jetzt nehmen wir unser Verschieben-Werkzeug und bringen die Person an einen Platz in dem Bild oder an eine Stelle, wo wir sie gerne haben möchten. Es stimmt jetzt perspektivisch vielleicht nicht ganz, weil sie etwas zu groß ist. Dann skalieren wir sie nochmal ein bisschen kleiner. Kein Problem. So. Leicht und bringen sie wieder an den Platz, an dem wir sie haben wollen. Jetzt gehen wir hin, klicken auf das Ebenensymbol, um diese Ebene, diese schwebende Ebene zum Ebenenstapel hinzuzufügen. Gehen auf die obere Ebene, rechte Maustaste, Ebene auf Bildgröße. Nun sehe ich hier, kann ich die Sättigung vielleicht noch ein wenig zurücknehmen. Sättigung der Person, dass sich das besser in das Bild einfügt. Bestätige mit OK. Nun erzeugen wir eine neue Ebene, transparent. Nehmen unseren Pinsel, Vordergrundfarbe schwarz und malen uns hier erst einmal einen Übergang, einen Schattenübergang hin, vielleicht ein bisschen größer, nicht so eckig wie ich. So. Nun gehen wir auf Filter, Weichzeichnen, Gaußscher Weichzeichner, suchen uns mal hier und nehmen den Wert hier von 20 circa. Bestätigen mit OK, gehen auf die Ebenendeckkraft und setzen sie hier, sagen wir mal, auf 30% zurück und bringen nun mit den Pfeiltasten die obere Ebene unter die Ebene der Person, die wir eingefügt haben. Nun klicken wir die obere Ebene an, duplizieren sie, markieren uns die zweite Ebene von oben, rechte Maustaste, Auswahl aus Alpha-Kanal. Nun nehmen wir unser Füllen-Werkzeug. Vordergrundfarbe, ganze Auswahl füllen, markieren oder aktivieren und in unsere Auswahl klicken. Jetzt nehmen wir unser Perspektivwerkzeug und ziehen uns unseren Schatten, Entschuldigung, in diese, in die Richtung oder auf die Größe, die wir ihn ungefähr haben wollen. Worst Shadow vielleicht, man weiß es nicht. Man kann es immer besser machen und macht es besser als ich. Ich möchte nur die Technik zeigen. Das ist mir wichtig. So, ungefähr. Und nun gehen wir auf Transformieren. Klicken auf unser Ebenensymbol, um diese schwebende Ebene zum Ebenenstapel hinzuzufügen. Rechte Maustaste auf die obere Ebene. Ebene auf Bildgröße. Nun schalten wir die zweite Ebene von oben aus. Das ist also auf Unsichtbar. Gehen auf Filter. Gaußscher Weichzeichner wiederholen
und zeichnen unseren Schatten etwas weich. Nun setzen wir hier auch die Deckkraft auf 30% in etwa. Jo, können wir so lassen. Schalten unsere Person zu. Und nun haben wir hier den Schatten erzeugt, den wir nun noch mit der Pfeiltaste eine Ebene nach unten bringen, unter die Personenebene. Hier haben wir unseren Schatten. Person mit und ohne Schatten. Ich hoffe, ich konnte ein wenig helfen. Wenn euch mein Tutorial gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch und schenkt mir ein Abo. Viel Spaß beim Nachbauen. Bis zum nächsten Mal.